So, Freunde, wir sind back. Kölle, Karriere. Bevor es hier rangeht gegen Hannover 96, habe ich zwei Infos. Einmal, ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Auf jeden Fall habe ich einmal, auch wenn es ein bisschen schwer fällt, habe ich Adamian gehen lassen. Ich glaube, wie viel haben wir den verkauft? 7 bis 9, irgendwie sowas zwischen 7 und 9 Millionen, glaube ich. Ist okay für einen 30-Jährigen, würde ich mal an der Stelle sagen. Und, ja, weil. Guck mal, wir haben Selke im Sturm. Und Ronaldo kommt auch wieder. Und dann haben wir noch Jugendspieler. Aber ich habe mir gedacht, falls wir Benita irgendwie weggeben können, mache ich Schindler hier hinten hin und hier rechts. Da hinten rechts holen wir uns mal ein. Und zwar jemand aus dem aus meinem Lieblingsteam der Premier League. Und zwar von den Wolves holen wir uns. Versuchen wir auf jeden Fall Adama Traoré zu holen. Der ist jetzt hier in der Karriere bei Leipzig. Ja, ist jetzt nicht der realistischste Transfer, aber ich hab Bock auf Adama, weil ich finde den Typen einfach geil. So, deswegen machen wir auch direkt einen Call vorschlagen. So, also. Das ist jetzt, ich, wie gesagt, ich wollte ja eigentlich realistische Transfers, aber gut. Ich hab echt, der wird safe viel, viel mehr wert sein, aber ja, das war reinste Zeitverschwendung. Gut, also der wird hier locker 30 oder so kosten. 20, 30, würde ich einfach nur sagen. Auch wenn wir den holen, der Top RF, LF, Stürmer, 27 Jahre alt. Könnte man machen. Auf jeden Fall gehen wir jetzt rein in die Partie. Heinz von Heidenarena. Alles klar. Selke jetzt von Anfang an. Hatten wir letztes Mal Selke von Anfang an? Ich weiß gar nicht. Da hatten wir noch Adamian, oder? Ich bin echt überfragt hier irgendwie. Das ist ein bisschen kritisch, wenn ich immer so lange Aufnahmepause mache. Aber ist für mich einfacher, so 5, 6 Folgen am Stück und dann erstmal eine Woche Pause. Deswegen. Ja. Bisschen blöd, aber für mich extrem entspannt, so erstmal. Fast hier wieder Tor kassiert. Schindler, komm. Stark. Sehr schön. Salihu. Von dem will ich auch mal wieder was sehen. Lange nichts mehr irgendwie gesehen, so. Letztens aufgedreht noch. Was heißt letztens? Ist ja jetzt auch schon ein bisschen was her wieder. Und komm. Alter. Ich glaube, irgendwann habe ich erwähnt, dass Köln gegen Bremen spielt. Mittlerweile ist das Game. Kamaraschüsse wieder. Mittlerweile ist das Game 2 Tage her. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, Köln hat Bremen rasiert, aber Bremen hat auf die Fresse bekommen, sage ich mal so. Also dazu sage ich einfach nur, das war ein easy Dreierlack, so. Also das ist Huch. Alter. Jo, dazu sage ich nicht nein. 7-1, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber ich hatte gutes Gefühl. Habe ich das nicht sogar gesagt? Ich habe gutes Gefühl, dass Köln gewinnt. So ein gutes Gefühl hatte ich jetzt nicht, dass 7-1 ausgeht. Aber ich habe gesagt, ich hatte gutes Gefühl. Und passt. Wo der Dreierlachs hier. Ja. Geholt, sage ich mal. Auf Bittencourt-Basis. Und, ach ja, eine Sache noch. Ich wollte einen Transfer tätigen noch. Noch einen. Aber im Karrieremodus gibt's den Bre einfach nicht. Denn gestern oder vorgestern, also heute ist Montag, wo ich aufnehme. Montag der, welchen haben wir heute? 22, 23? 23. haben wir heute, 23. Januar.
Da kam in Ultimate Team Gareth Bale. Da das einer meiner Lieblingsspieler ist, irgendwie, dachte ich mir, komm, holst du ihn mal nach Köln so. Ja, holst du ihn mal nach Köln. Aber im Karrieremodus existiert der Bree einfach nicht. Einfach nicht da. Bisschen belastend, weil ich Adama Traoré und Gareth Bale kurz verpflichten. Da machst du ja nichts falsch mit. Aber gibt's einfach nicht. Bisschen schade, aber passt. Bittencourt. Wieder Bittencourt. Da ist Salihu, der hat einen Schuss. Ach du Scheiße, was wollte denn das werden? Irgendwie mit der Hacke so auf Krampf, keine Ahnung. Ach komm, ach komm, ach komm, ach komm. Hör mir auf, ey. Ja, ey, scheiße. Timo hat wieder alles gegeben, ey. Scheiße, zack, super Parade und dann prallt er wieder unglücklich. Genau vor seine Füße. Genau vor die Füße des Gegenspielers. 1-0 zur Hälfte, es hätte nicht sein müssen jetzt. Scheiße. 14 zu 3 Schüsse. Unten alles frei. Gehorn, Digga. Jetzt Hector oben, meiner kommt, glaube ich, nicht. Ah, nee. Ey, wer joggt denn da so Horn, Junge? Geh mal Gas hier, abseits. Ich will hier eigentlich mit dem Punkt rausgehen. Niederlage hier jetzt könnte ich gar nicht verkraften. Nach dem DFB-Pokal aus. James, komm, push dich, Digga. Ich hab dich reingeholt, weil ich an dich glaube. Komm, push. Push dich, James. Richtig. Hector, jetzt vielleicht mal. Auf Selke. Der hat ein bisschen Körper. Der kann da ein bisschen so, ein bisschen machen. Bittencourt. So nicht, so nicht. Nee. Nee. Übers. Starker Pass. Ibrahimovic. Benita unten. Cabral. Starker Pass. Benita. Selke kommt nicht durch, der Ball. Jo, Digga. Die haben mich ja jetzt. Ach, das ist schon wieder eine Scheiße hier. Aber wie die mich gehopst haben, ey, packe ich ja jetzt gar nicht. Der eine duckt sich einfach. Zack. Ich dachte, der Köpf, der hat mich übelst hops genommen. So eine Scheiße hier wirklich. Komm schon, Hulk. Hulk. Boah, Digga, wie der da durchkommt. Hulk. Hulk! Cabral, schade. Alter, das ist schon wieder, das bricht mich hier wirklich komplett weg, ey.
Was verdient, ey? Wir hatten nicht einen richtigen Torschuss, also wo man sagt, jo, der hätte auch mal reingehen können. Also das ist so lächerlich hier schon wieder. Ja. Natürlich. Die haben wirklich 20 Schüsse oder so. Das ist unglaublich hier schon wieder, was hier passiert in dem Game. Ey, Mann. 4-0 einfach. Null Chancen hatten wir. Wir hatten nicht einen so einen Torschuss, wo sie, wie gesagt, wo ich sage, wow, das ist es. 19 Schüsse. Digga. Tabelle sagt, ach du Scheiße, sagt die Tabelle schon wieder. Als nächstes gegen Greuther fehlt und die sind Vierter. Da müssen wir hier nächstes Game wieder 3 Punkte holen. Egal, das war erst das dritte Spiel. Oh, Paderborn. Boah, 3 Siege. Trotzdem natürlich. Also, nach 3 Spielen ist hier noch gar nichts gegessen, aber nach 3 Spielen 4 Punkte, weiß ich jetzt auch nicht so. Vor allen Dingen in der zweiten Liga. Wir sehen uns beim nächsten Mal gegen Greuther Fürth. Haut rein und tschüss.